So, und da sind wir wieder. Euch zum Gruße. Ja, mir zum Gruße. Du miedige Made. Es gab ein kleines Problem, glaube ich, mit der Aufnahme. Deswegen habe ich noch ganz fix mal kurz die Aufnahme beendet, nochmal neu geschaut und alles läuft tadellos. Also werden wir jetzt ins Hügelland weiterziehen. Hier sind sie ausgeschlossen. Sie haben das Gebiet ohne Zweifel wieder bevölkert. Ruft einige Schergen zusammen und dann auf nach Rauschingen. Rauschingen! So, und wir machen uns mit unseren 10 Gefolgsleuten auf den Weg. Ich finde es cool, dass die 5, die wir hatten, noch ihre coole Kluft anhaben. Und für die anderen finden wir bestimmt auch ein paar schöne Outfits und dann gehen wir. Ja. Halblinge im Anmarsch, Achtung! Halt! Das sind keine Halblinge. Seht euch den mit dem Helm an. Das könnten 2 Halblinge in einer Rüstung sein. Ja, garantiert. Ich traue diesen miesen kleinen Typen nicht. Ihr da, beweist, dass ihr keine Halblinge seid und befreit unsere Leute aus dem Lager dort unten. Wenn ihr doch welche seid, bleibt wo ihr seid. Ich ziele. Seit Lord Rauschingen weg ist, sind wir die letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie reinlassen, sind wir schneller in einem Arbeitslager, als wir Kaffeekränzchen sagen können. Haut ab! Zeigt uns, dass ihr nicht so ein Feigling seid wie Lord Rauschingen. Und versucht nicht so elend zu sterben wie er. Wenn ihr rein wollt, müsst ihr uns beweisen, dass ihr nicht so ein zu kurz geratener Irrer seid. Haut ab! Zeigt uns, dass ihr nicht so ein Feigling seid wie Lord Rauschingen. Und versucht, ja, nicht das so hatten wir schon. Zu sterben wie... Dort im Feld, gierige kleine Halblinge, wendet den Feuerballzauber auf den Weizen an und röstet sie wie Sparrenferkel. Die Sparrenferkel. Wenn ihr rein wollt, müsst ihr uns beweisen, dass ihr nicht so ein zu kurz geratener Irrer seid. Oh ja. Es brennt. Das Fleisch, es riecht bis hier. Gegrillter Hobbit. Ach, da liegt jemand auf dem Boden. So, also, es gab lecker Hobbitbraten. Oh, da sind noch Schwerter. Holt euch das, meine kleinen Lakaien. Jawohl, sie werden dadurch stärker. Wer sieht es an Angriffsarmee? 111%. Nur deswegen, weil sie ein bisschen Rüstung gefunden haben. Hi ho, hi ho. Hi, deedle-deedle-do. Eine Armee von ihnen. Ich glaube, wir können sie per Feld komplett wegflemmen. Aber erstmal begünstigen wir uns an ihrem Essen. Ei, wir haben einen Mana-Trank bekommen. Das ist ja geil. So, gehen wir mal in die Richtung und ich glaube, wir... Mir rösten. Ja, das war ja mal nix. Nimm das! Oh, da brennt die ganze Landschaft weg. Ich glaube, wir haben zu viel weggeröstet. Greift an, meine Schergen! Oh, ein Steinwerfer! Komm her, kriegst du aufs Maul! Er ist tot. Eine Sache noch, Herr. Durch das, sagen wir mal, willkürliche Töten von Unschuldigen nimmt eure Verderbtheit zu. So erhaltet ihr mehr böse Energie und werdet stärker. Aber für einen langfristigen bösen Plan ist diese Vorgehensweise nicht geeignet. Dafür braucht ihr Menschen, lebende Menschen. Dankbarkeit zahlt sich eben auch aus. Ihr habt uns gerettet. Die Halblinge können uns nichts mehr tun. Rauschingen ist zwar noch frei, aber einige unserer Brüder befinden sich in einem Arbeitslager ein Stück von hier entfernt.
Nachdem dieser Halbling Wilfried Wanz von seinen Abenteuern zurückkam, nannten sie ihn einen Helden. Ab da lief alles total verkehrt. Wilfried war mal klein. Sogar für einen Halbling. Aber er entwickelte einen immensen Appetit. Jetzt ist er riesig. Einmal hätte er mich beinahe aufgefressen. Seine Handlanger haben unser Essen gestohlen und uns gezwungen, auf den Feldern noch mehr für Wilfried anzubauen. Dann werden wir Wilfried Wanz, glaube ich, mal einen Besuch abstatten. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir diesen Menschen erstmal helfen, weil dann könnten wir vielleicht am Ende Steuern oder sowas von ihnen verlangen. Weil wir brauchen natürlich einen langfristigen bösen Plan, damit wir vielleicht von ihnen Geld einordern können, weil Geld ist immer sehr gut. Außerdem mag ich die Halblinge nicht. Den sollten wir auf jeden Fall mal eine Lektion erteilen. Von dem Sie gesprochen haben. Seid vorsichtig dort. Dies ist eine alte Blutgrube, Herr. Ihr könnt hier Schergen opfern, um eure Gesundheit zurückzugewinnen. Sorgt euch nicht, eure Schergen sterben gern für euch. Die sind sehr loyal. Das ist zwar alles gut, aber wir haben natürlich noch kein Leben verloren. Deswegen wäre es eine Verschwendung der Schergen. Oh, wo geht's denn hier lang? Eine Mana-Grube. Ah. Hauen wir mal gegen. Wo sind wir jetzt? Ach, jetzt sind wir am Anfang. Alles klar. Super Abkürzung. Und da unten ist dieses Objekt, das ist wahrscheinlich ein Turmobjekt und das werden wir uns natürlich später noch holen. Eine Mana-Grube. Ich habe seit Jahren keine mehr gesehen. Hier könnt ihr Schergen opfern, um euren Mana-Vorrat aufzufüllen. Sehr schön, aber ich glaube, das brauchen wir am Anfang noch nicht so. Wir werden jetzt erstmal schauen, ob wir hier vielleicht noch etwas finden. Etwas Gutes, etwas Böses. Etwas, was uns weiterhelfen wird. Ich glaube, es geht jetzt hier darum, das Ding zu holen, aber das kann nicht so einfach sein. Kann man mal einen rüber? Kann man einen losschicken? Die ersaufen. Kann ich da lang? Ah, ich kann, aber ich kann das Ding nicht hochheben. Alles klar, wir brauchen wahrscheinlich andere Schergen dafür. Und behalten das mal im Hinterkopf für später. So. Weiter geht's. Gucken wir mal, ob wir Wilfried Wanz einen Besuch abstatten können. Gab's hier was? Nein. Ich sag immer erst die ganze Umgebung erkunden, bevor man sich in der Hauptmission weiter verprügt. So, und dann schauen wir mal. Alter, sind das viele. Ich würde sagen, wir greifen erstmal die da oben an. Erstmal auf die da oben und die unten nehme ich mir zur Brust. Da stirbt qualvoll. Wir haben einen Schergen verloren. Okay, wir müssen uns einen Schergen nachholen. Und da sehe ich noch welche. Alter, sind das viele! Kamehameha! Sterbt! Nehmt so viele Schergen wie möglich mit. Halblinge sind zwar klein, aber sie sind zäh. Sie halten viel aus, die kleinen Hobbite. So, machen wir erstmal hier alles fertig. Also, die Schatzkisten werden leergeräumt. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das Gold brauchen. Ah, Mana-Tränke. Aber ich gehe davon aus, dass wir es gebrauchen werden. Noch ein Mana-Trank. So, können wir noch was essen? Nein. Gut, dann werden wir noch ein paar Schafe uns mitnehmen. Die knuspern wir uns mal weg. Auch das da hinten. Und ich glaube, das war's erstmal auf der Seite. Dabei gibst du mir doch, wenn du es mir schon geben möchtest. So, dann visieren wir mal das an und ich glaube, da können wir mit unseren Schergen wieder was anrichten.
Ich hoffe, was Gutes, aber ich glaube, so kommen wir zu Wilfried Wanst. Oder Wilhelm Wanst. Auf ins Sklavenlager! Obey. Ich glaube, wir sind bei Obey. Eures Turms hat sich vergrößert. Dies ist ein Wegpunkt-Tor. Teleportiert euch selbst oder Objekte damit zurück in den Turm. Sehr gut. So nutzt ihr eure Stiefel nicht so schnell ab, Meister. Das ist natürlich sehr gut. Und ich sehe da eine Patrouille. Um die kümmern wir uns, glaube ich, gleich. Da ist was. Kommt ihr da rüber irgendwie? Jawohl. Dann plündern wir nämlich erstmal die Fässer und ich hoffe, meine Schergen kriegen da noch ein bisschen was Equipment durch. Unsere Kampfstärke wächst und wächst. Seid gegrüßt, armer Tölpel. Ich habe Schwielen, meine schönen Hände. Pussy. So. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas Nettes finden. Einmal bitte da rein. Sehr schön. Folgt mir. Und jetzt... Weiterarbeiten. Immer weiter. Und jetzt zurück. Wir haben sie gepult. Und jetzt auf sie. Und die Steinwerfer wenigstens nicht dran, wenn es solche gibt. Wir haben einen Schergen verloren. Gunnar ist tot. Ich würde sagen, wir gehen nochmal... Vielen Dank, Herr. Ja. Ihr solltet wissen, dass das Lager dort von Steinwerfern verteidigt wird. Ah, sie geben uns nützliche Hinweise. Nein, 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 rein, raus. So. Wir haben jetzt leider einen reingeschickt, den wir nicht reingeschickt hätten, besser sollen müssen. Weil unsere Kampfeskraft ist nach unten gegangen. Ich gehe davon aus, dass das wegen der Rüstung ist. Überraschen. Die Steinwerfer immer die. Stirb, du blöder Steinwerfer. Ah, die Steuerung ist teilweise noch ein bisschen schwammig. Ruhe. Boah, wir haben schon ein paar Schergen verloren. Ich hoffe nicht, dass das so weitergeht, weil sonst haben wir echt ein Problem. Ich will die ganze Zeit den Bildschirm drehen mit dem Knopf, wo ich die Schergen lenke. Oh, für mich. So. Weg auf den Schergenwerfer. Stirb! Die Steuerung ist teilweise echt sehr schwammig. So. Wir haben noch 7 Schergen. Ich weiß aber nicht, wie viel Leben die noch haben. Ich überlege mir noch 3 zu holen. Hey, lasst uns rauf. Bitte, danke, gern geschehen. Wideres Pack. Da drüben sind noch mehr Gefangene. Aber sie werden von einem großen Troll bewacht. Ah, kein Problem. Befreit uns, bitte. Angriff! Die. Ah. Wenn sie für uns sterben wollen, dann nur zu. Dann können sie gerne mitkommen. Hey. Komm her. Na, dodge. Und jetzt drauf. Und jetzt da hinten angreifen. Nicht ihn. Ich wollte den Bauern eigentlich nicht töten. Sind noch mehr Gefangene. Aber sie werden von einem großen Troll bewacht. Ein Troll. Also ich wollte sie eigentlich... Oh Gott, wir haben ja fast kein Leben mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Schergen raus. Und da tun wir ein paar rein. Noch einen bitte. Los.
Es gehen genau die Leute rein. Ach komm. Wir kriegen das durch Schafe wieder. Ja, sehr gut. Nein, 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 nein. Oh. Falsche reingeschickt. Naja, egal. Sehr gut. Ich sehe einen fetten Troll. Und ich glaube, das wird gleich unser Gegner. Bringt uns hier raus! Mm. Boah, geil. Mm. Na, du Fettwanst. Boah, Alter. Stirb, 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 stirb. Und jetzt auf die Halblinge. Diese garstigen Hobbite. Sehr, sehr gut. Das haben wir gut gemacht. Man hat gesehen, dass als er sich hingesetzt hat, so ziemlich den Menschen instant weggerotzt hat. Und ich glaube, ich bin sehr froh, dass ich die doch zurückgeholt habe, weil ich dachte, der macht schon irgendwas. Dieser blöde, blöde Troll. Und ich würde sagen, wir helfen jetzt erstmal den Bewohnern. Ich frage mich gerade, wie das gehen soll. Schicke ich erstmal alle dahin. Wie soll denn das aufgehen? Bringt uns hier raus! Der Grundgedanke ist ja da. Aber hier gibt's kein. Ich muss unbedingt aufhören, die Neutralen anzuvisieren. Kann man dagegen hauen oder was? Schnell! Schnell! Wie soll denn das gehen? Unser Befreier! Ein Baukran! Hey, wir brauchen diesen Kran nicht mehr. Nehmt ihn! Das ist ja unsere verdammte Kreatur. Ich dachte, wir könnten auch vielleicht die Leute retten. Kriegen wir mehr Untergebene. So. Ab zum Wegtor. Ah, da ist es. Oh, auf Gunnars Tor. So, und wir befreien jetzt mal die Lager. Wir holen uns Untergebene. Auf nach Rauschingen, würde ich auch mal sagen. Das sind wieder Hobbite. Diese kleinen garstigen Biester. Oh, da ist noch ein paar Waffen. Holt euch sie, holt euch sie. Und jetzt Angriff. Diese fetten Viecher. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Aussprache, aber dieses Spiel ist sehr ansteckend, muss man sagen. Das müssen wir tun. Sag mal, schläft der? Das Leben macht keinen Sinn. Es ist so deprimierend, immer als Hobbit hier rumzusitzen und irgendwelche Menschen abzuschlachten. Ich hab davon echte Kopfschmerzen. Geh weg, ich hab Migräne. Ich werde dich erlösen von deiner Migräne. So. Wir randalieren hier noch ein bisschen und ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Gold. Boah, da sieht man mal, wie die Kampfeskraft nach oben geht. Und ich sehe auch, wie die Waffen-Updates machen. Also so insgeheime Waffen-Updates, weil die nehmen sich jetzt zum Beispiel das da gar nicht mehr. Haben wir's? Ah ja, wir haben es. Hier liegt noch ein bisschen Rüstung. Braucht ihr das noch? Nö. Alter, habe ich mich gerade von den Menschen erschrocken. So. Auf nach Rauschingen. Ich weiß, ich hätte die Abkürzung nehmen können, aber wir gehen lieber den langen und genüsslichen Weg, damit wir jetzt noch ein paar Hobbiter verprügeln können. Auf sie!
Auf ihn! Sehr gut. So, könnt ihr euch noch was da einsammeln? Sag mal, geht's dir noch gut? Wie konnte er uns nur angreifen? Wo ist denn unser Letzter? Ah. Gut, dann lass uns nach Rauschingen gehen.